Ja, hallo Leute, hier ist der KKPC Player leicht erkältet, aber für euch wieder on air. Und zwar mit einem neuen Let's Play Saints Row The Third. Ich will mich schon mal im Vorfeld entschuldigen, wenn ich jetzt öfters huste. Wie jetzt zum Beispiel, sorry, liegt daran, ich bin erkältet, wie ich gerade auch schon erklärt habe. Trotzdem möchte ich für euch auch neue Let's Plays aufnehmen. Und wir würden sagen, wir können auch jetzt anfangen. Wir spielen die Kampagne. Etwas ganz Neues. Ich stelle das für euch erstmal auf den Leichenmodus, um das kennenzulernen. Natürlich werde ich das, wenn es dann noch Interesse besteht, auf schwer nachspielen. Aber ich bin jetzt mal ruhig, denn wie ich weiß, wird gleich auch das Intro mal erscheinen. Ich spiele natürlich alles auf Blind. Ich weiß überhaupt nicht, um was es gar speziell am Ende geht. Naja, aber viel Spaß. Lalalalalalala. Ja, sorry, ich muss mal kurz ein bisschen das übertönen, weil ja sein kann, dass die liebe GEMA uns dann natürlich sagt, nee, 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 mit dieser Szene machst du es nicht. Deshalb übertöne ich das mit meinem sinnlosen Gequatsche einfach mal. Lalalalalala. Ah, Straßengang zum Medienimperium. Interessant. Ah, Ah. Scheiß auf Pierce. Ja, Aha, interessant. So, kurzer Blick. Aha. Das klingt irgendwie nach die Warsteiner Musik. Egal. Naja, was passiert jetzt? Das gucken wir uns erstmal auch an kurz. Aha. Okay. Ja. Ah, die Szene ist cool. Und genial. So, das bin ich. Alter, geil. Ja, dann fangen wir auch mal jetzt direkt gleich an. Okay. Dann. Wenn das sich jetzt hier ausgeladen hat.
Ah. Und es geht los. Nummer 1. Hoppalas, juhu! Also, ihr seht, das Spiel fängt ja richtig gut schon an. Okay. Ja, los, Leute! Also ich kann halt nicht in der Hinsicht so viel reden. Das liegt daran, ich möchte gerne, dass ihr auch alles so genauer hört, was sie zu sagen haben. Komm. Geht doch. Nehme ich den mal hier mit als Geisel. Oder warte mal. Hier kann man ja so viel Lustiges machen schon. Asthmatiker. Und dupp. Na gut, ich gebe mal schnell ein Autogramm. Also ihr seht, das Spiel nimmt sich auch persönlich gerade nicht so ernst. Oh. Also erstmal kurz mal weggucken. Weggucken.
Stirbt ihr Schweine! Haha! Also ihr seht, ich habe hier total viel Spaß, weil ich das Spiel richtig genial finde. Na gut, warte mal. Ich hab was für euch. Ich hoffe nicht, dass jetzt von meinem vorherigen Spielstand. Alter. Okay. Ja, ich rede jetzt in der Hinsicht nicht viel. Erst richtig, wenn es beginnt mit der Story. Also mit der großen Story geht es ordentlich los. Komm, stopp! Eieieiei. Mann, komm hoch. Stirb du! Wow! Holy fuck! Hi! Ja, liebe Leute, das war schon die erste Mission. Wenn gute Überfälle schieflaufen, geschafft. Und wir gehen, winnen direkt schon Respekt. Und kommen auch. Oh, Ladevorgang. Bitte la warten. Laden, laden. Und es lädt und lädt und lädt. Und es lädt. Und lädt und lädt. Ja, das dauert einen Moment wieder länger. Ich weiß nicht warum. Gestern ging es einfach frei. Ah. Gut. Und jetzt dürfen wir auch hier schon beginnen, unseren Charakter zu erstellen. Wir dürfen den auch später komplett verändern. Ich nehme mal diesen hier.
Und beginne mal mit dem Geschlecht. Er ist männlich. Gehört zu den Kachauen? Ne, zu Latinos. Das ist besser, finde ich. Dann Körperbau. Ich mache ihn mal hier ein bisschen muskulös. Mach ich mal hier muskulös. Upsasa. Und dann seine Haut da. Können wir ja wieder herumspielen, wie wir wollen. Ich könnte Quecksilber nehmen, Gold, Grün. Dann sieht er aus wie ein grüner Hulk. Aber ich nehme einen Silver Surfer. Und ich kann immer noch die Bräune jetzt einstellen. Ich nehme mal die Bräune. Alter. Ist auch ganz witzig. Da können wir alles einstellen, was wir wollen. Zum Beispiel, ich mach mal so und das Sexappeal geht hoch. Okay. Dann das Gesicht. Merkmal. Ich gebe ihm mal zwei Narben. Haare sind in Ordnung. Die Stirn lasse ich auch mal so. Kinngebiss. Machen wir nur Gebisstiefe. Ich lasse ihn mal so das aussehen. Ja, ihr seht, ich probiere es hier gerade ein bisschen schneller für euch zu machen. Anime. Oh ja, Anime und dann brünette Haare, Gesichtsbehaarung. Also sowas machen wir schon mal nicht im Let's Play. Wir nehmen mal hier diesen netten Bart. Augenbrauen nehmen wir nix. Make-up. Mund. Nee. Ja, also ihr seht wirklich, wir können alles machen, was wir wollen. Ich will mal kurz ansehen, gespaltene Persönlichkeit. Ne, wobei zurück damit. Ah, das sieht gut aus. Nehmen wir mal das hier. Gegenstände, da gebe ich ihm mal. Ein Sturmverband. Und zur Persönlichkeit. Gut, wir haben entweder männliche Stimme oder Zombie. Ich nehme Zombie. Gut, was nehmen wir? Amigo. Yay, Pers okay. Ja, das ist cool. Ja, also ich mach's hier ganz. Nein. Ja, das war's dann. Dann mache ich eine Persönlichkeit zurück. Und dann starten wir das Spiel auch direkt. Ohne langen Vorreden beginnen wir dann direkt auch mal alles zu suchen und zu machen. Und los geht's. Aha. Ja, da kommen wir mal mit, meine Freunde.
Hallo. Ah. Ja, klar. Okay. Oh Gott, der blutet. So höre ich mich an im Spiel, okay? Ja, also wir sind jetzt im Flugzeug, glaube ich. Ja, glaube ich nicht, das weiß ich ja auch noch. Oh. Und jetzt geht's los. Wir kloppen ein paar schöne Frauen. Ah! Okay, jetzt geht's los. Und jetzt. Bam, bam. Warte mal, ich muss mal kurz was abchecken. Ja, ich kann ja auch Sheets zugreifen. Ich muss nur mal kurz kontrollieren. Wow, noch nichts. Gut. Und tschüss! Okay. Wow, 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 wow.